Wie jeden Tag wartete der Mann in der U-Bahn, als er einen ungewöhnlichen Fahrgast unter den anderen Pendlern bemerkte. Es war ein Hund. Zuerst dachte er, er gehörte zu jemandem. Aber er lag falsch. Er musste herausfinden, wohin der Hund gegangen war. Doch als er erkannte, was er tat und warum er dort war, rief er sofort die Behörden. Normalerweise fährt Amir mit seinem eigenen Auto zur Arbeit. Da er aber am Vortag in der Werkstatt gewesen war, beschloss er, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Vom ersten Tag an nahm er die U-Bahn. Amir hatte nicht erwartet, so etwas zu sehen. Ein Hund wartete geduldig mit dem Menschen am Bahnhof und sprang in den Zug, sobald dieser anhielt. Niemand außer Amir schenkte dem Vierbeiner viel Aufmerksamkeit. Der Mann versuchte, den Hund in der U-Bahn zu suchen, aber bevor er ihn finden konnte, kam der Zug an Amirs Station an. Leider musste er aussteigen und zur Arbeit gehen. Zuerst dachte er, der Hund sei nur ein zielloser Mitfahrer, der im Waggon nach etwas Essbarem suchte. Also versuchte er, ihn zu vergessen. Aber das sollte nicht das Ende der Geschichte sein. Amir kehrte nach Hause zurück und dachte, er würde den Hund nie wiedersehen. Doch am nächsten Tag erlebte er eine Überraschung. Derselbe Hund wartete wieder an der U-Bahn-Station. Und auch in den nächsten Tagen beobachtete Amir dieses Verhalten. Er begann sich zu fragen, was vor sich ging. Hatte sich der Hund verirrt? War er von zu Hause weggelaufen oder gar ausgesetzt worden? Nicht jeder Tag verlief wie der andere. Einmal hatte Amir gesehen, wie einige Leute den Hund wegstießen und ihn mit etwas Ekel aus dem Waggon zogen. Amir hatte versucht, sie aufzuhalten, aber es war zu spät. Der Zug hatte den Bahnhof bereits verlassen und der arme Hund war auf dem kalten Betonboden liegen geblieben und lief verwirrt im Kreis. Die Leute liefen an ihm vorbei und niemand beachtete den Hund. Amir sah durch das Fenster, dass sich das Tier seltsam verhielt. Der Hund schien desorientiert und bewegte sich chaotisch zwischen den Menschen, die auf den nächsten Zug warteten. Doch bevor Amir etwas tun konnte, fuhr der Zug aus dem Bahnhof. Der Mann überlegte, wie er dem Hund helfen könnte, aber zuerst müsste er ihn wiederfinden. Er war fest entschlossen, das Geheimnis des reisenden Hundes zu lüften. Am nächsten Tag nahm Amir etwas Hundefutter mit, als er zur Arbeit ging. Er wartete an derselben U-Bahn-Station und es dauerte nicht lange, bis der Hund auftauchte. Er war ein wenig schmutziger als sonst, aber sein braunes Fell war unverkennbar. Der Hund nahm die Leckerlis schwanzwedelnd entgegen. Als Amir ihn so glücklich sah, war er froh, dem kleinen Hund helfen zu können. Aber der junge Mann wollte es dabei nicht belassen. Und auch als ihm mitgeteilt wurde, dass sein Auto repariert worden war und zur Abholung in der Werkstatt bereitstand, beschloss er weiterhin mit der U-Bahn zur Arbeit zu fahren, um dem Hund zu helfen. Das Auto konnte warten, aber wer weiß, in welche Schwierigkeiten der Hund jeden Morgen geriet. Amir musste so schnell wie möglich handeln, um dieser ganzen Geschichte auf den Grund zu gehen. Er beschloss, die Behörden anzurufen, die ihn an ein örtliches Tierheim verwiesen. Die Mitarbeiter des Tierheims waren ebenso verblüfft wie Amir, als sie die Geschichte hörten. Zunächst wollte das Team den Hund nur einfangen und versuchen, eine Adoptivfamilie für ihn zu finden. Aber das Rätsel, wohin er jeden Tag ging und warum, würde sich so nicht lösen lassen. Deshalb schlugen die Mitarbeiter eine andere Richtung ein. Sie beschlossen, dem Hund einen Tag zu folgen, um zu sehen, wohin der Hund ging. Als sie dies herausfanden, wussten sie nicht, wie sie reagieren sollten. Ein Mitarbeiter erklärte sich bereit, diese ungewöhnliche Aufgabe zu übernehmen. Der Mann fand sofort wertvolle Informationen heraus. Zunächst einmal, dass der Hund Bochi hieß. Er wurde von Einheimischen bemerkt, die begannen ihn zu fotografieren, als er mit der U-Bahn und sogar mit der Fähre fuhr. Es war klar, dass der Hund sehr schlau war. Er kannte alle Regeln der öffentlichen Verkehrsmittel, machte den Fahrgästen den Weg frei und betrat den Zug erst, nachdem alle ausgestiegen waren. Später wurde der Hund einer gründlichen Untersuchung unterzogen, die ergab, dass er bereits alle Gesundheitschecks durchlaufen hatte und sterilisiert worden war. Der arme Hund gehörte einst also zu einer Familie, lebte jetzt aber als Streuner. Er war viel unterwegs, um Menschen und Einrichtungen zu erreichen, wo er Futter bekommen konnte. Es war ein tägliches Abenteuer für den Hund, von den vielen Menschen, die ihn liebten und schätzten, gefüttert zu werden. Als ob das nicht schon genug wäre, wurden viele Social Media Konten eröffnet, um zu verfolgen, wann Bochi das letzte Mal gesehen wurde. Die Fahrgäste genossen seine Gesellschaft während der Reise. Der Hund war eine beruhigende Erscheinung und brachte allen Passagieren, die er traf, Freude. Seitdem die Menschen Bochi folgen, wurde er zu einem Online-Phänomen. Chris McGrath, ein Fotograf von Getty Images, erfuhr von Bochi über Twitter. Er beschloss, nach Istanbul zu reisen, um den Hund persönlich zu sehen. Der Fotograf folgte Bochi einen Tag lang, um zu sehen, wohin er ging und um seine Abenteuer zu dokumentieren. Er konnte seinen Augen nicht trauen. So etwas war einzigartig auf der Welt. Er weiß, wohin er gehen muss. Er weiß, wohin er gehen muss, erklärte Elvin Errol, Leiter der Kundenbetreuung bei Metro Istanbul. Es war wirklich erstaunlich, dass der Hund genau wusste, wohin er gehen musste. Es war, als hätte er ein Ziel und kannte genau den Weg. Für viele ist Bochi zu einem beliebten Mitglied der Gesellschaft geworden. Jeder kannte ihn.
Chris verfolgte Boji und konnte nicht glauben, dass die Geschichten wahr waren. Er ist ein Freigeist. Alles, was er tun will, ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Jedes Mal, wenn er an einem Bus oder einem anderen Verkehrsmittel vorbeikommt, möchte er einfach einsteigen. Es ist wirklich seltsam, sagte er dem Nachrichtensender CNN. Chris bestätigte nicht nur, dass Boji tatsächlich bis zu 20 Meilen pro Tag mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegt, sondern er entdeckte auch etwas noch Unglaublicheres. Boji wurde am Wochenende sogar auf dem Weg zu den Prinzeninseln gesichtet. Um dorthin und zurück zu gelangen, musste Boji eine einstündige Fährfahrt unternehmen. Das ist wirklich etwas Beeindruckendes. Als er an Bord der Fähre ging, wusste er, wohin er gehen musste. Chris entdeckte auch eine andere extravagante Angewohnheit. Mitarbeiter der Stadt erzählten ihm, dass Boji die verschiedenen Motoren der Fahrzeuge, in denen er mitfährt, zu schätzen scheint. Auf der Fähre sitzt er hinten, wo der Motor ist, weil er die Vibrationen mag, erklärte Chris. Und in der U-Bahn sitzt er dort, wo die Räder sind. Sein Name Boji ist ebenfalls von dem Bereich der U-Bahn, der sich direkt über den Rädern befindet, abgeleitet. Aber wie findet ein streunender Hund genug Futter, um auf den Straßen Istanbuls zu überleben? Ein Streuner auf der Straße zu sein, ist für jedes Tier gefährlich. Was ist in Istanbul anders? Nun, die Stadt Istanbul hat ein Programm zum Schutz der vielen streunenden Hunde, die sich auf den Straßen herumtreiben. Die Stadt stellt Futter zur Verfügung, es gibt Sterilisationsprogramme und Notfallhilfen für alle streunenden Tiere. Für Boji ist es nicht schwer, genügend Futter zu finden. Es gibt Wasser und Futternäpfe, die in den Ecken von Restaurants und Wohnungen versteckt sind, erklärt Chris. Boji weiß also, wohin er gehen muss. Die Stadtverwaltung plant auch, Flyer über Boji in den Verkehrsmitteln auszuhängen, um den Menschen Anweisungen zu geben, wie sie mit ihm umgehen sollten. Aber wie reagieren die Istanbuler auf Boji? Eines Tages betrat der Hund ein Restaurant und wurde von zwei Männern verjagt, die ihn anschrien, erzählte Chris. Und dann hörte man, wie jemand anderes diese Männer anschrie. Es ist Boji, verjagt ihn nicht! Seit Boji so bekannt geworden ist, bringen die Mitarbeiter der Stadtverwaltung ihn regelmäßig zur Untersuchung zum Tierarzt. So können sie ihm helfen, seine Gesundheit zu erhalten. Er wurde gepflegt und bekam einige Spritzen. Chris erzählte es CNN News, dass es für Boji hilfreich war, diese Untersuchungen zu bekommen. Als sie sich sicher waren, dass Boji gesund war, ließen sie ihn wieder frei. Aber nicht, ohne einen kleinen Zwinger für ihn in einer der U-Bahn-Stationen einzurichten. Seitdem die Menschen auf Boji und seine seltsamen Gewohnheiten, sich in Zügen zu bewegen, aufmerksam geworden sind, ist er im Internet zu einem weltweiten Phänomen geworden. Er hat mehr als 100.000 Follower auf Twitter. Viele seiner Follower sind Istanbuler Pendler, die ihn persönlich kennen. Wenn dich die Geschichte berührt hat, gib dem Video gerne einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal. Schau dir jetzt ein Video von einer Katze an, die 7 Kätzchen gebar. Was der Hund der Familie tat, wird dich schockieren.